Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder vom Hof Kneißl, unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach V2. Ja, wir haben in der letzten Folge gemeinsam die restliche Rapsgeschichte noch runtergenommen. Da müssen wir nun pressen, denn auf der V2, ich weiß aber gar nicht, ob es auf der V1 auch drin ist, ist Rapsstroh verbaut. Das hilft mir natürlich. Einerseits können wir mit dem Raps so ein bisschen unser Taschengeld auffüllen, wenn wir dann Richtung November, Dezember gehen. Aber auch zusätzlich können wir das Stroh zum Einstreuen verwenden etc. Eventuell um das Futter zu strecken. Und müssen nicht zusätzlich nochmal ein Feld bewirtschaften. Wir werden natürlich im Laufe der Zeit weitere Felder bewirtschaften. Das ist ganz klar. Aber so komme ich jetzt nicht direkt in die Not, denn im Endeffekt, jetzt wenn wir die Ballen pressen, haben wir für uns, für dieses Ingame-Jahr sozusagen erstmal ausgesorgt. Wir haben Silageballen gemacht, wir haben Heu gemacht und jetzt haben wir noch Stroh, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das Mineralfutter müssen wir zukaufen für den Futtermischer, aber ansonsten sind wir zumindest, was das angeht, schon mal sehr gut aufgestellt. Und können da ganz, ganz entspannt in Richtung Winter gehen. Das heißt, alles andere, was wir jetzt machen, könnten wir so ein bisschen für unseren Geldbeutel tun, fürs ruhige Gewissen. Wir haben noch einen Kredit von 80.000 Euro offen. Wir haben in der letzten Folge zwei Kleinkredite getilgt. Und so schreitet das Projekt voran. So. Husten, der muss sich auch mal wieder zum Mob melden. Ne? Der drängt sich förmlich auf. So. Ich fahre einmal quer durch, so wie wir rein sind. Und dann können wir unsere Querbahn fahren. Und dann läuft es. Wir machen ja Stroh, da müssen wir nichts Stretchfolien technisch wickeln. Das heißt, hier sollte relativ schnell gehen. Machen wir die 180er, komm. Das brauchen wir zum Einstreuen, da brauchen wir nicht so oft fahren. Zumindest ist das mal aktuell noch mein Grundgedanke zum Einstreuen. Das kommt natürlich darauf an, was unser Projekt Separierer dann macht. Dazu brauchen wir aber erstmal nur 50.000 Euro. Na, wir haben nicht so viel Geld. Da müssen wir mal gucken. So, wir haben automatisch Ablegen an. So, das läuft soweit. Gut. Schon mal eine Sorge weniger. Wie immer habe ich euch einen Kommentar mitgebracht und zwar diesmal vom Schorschi. Der hat nämlich gefragt, ob es diesen Separierer, den wir da platziert hatten, den großen, ob es den irgendwo zum Download gibt. Tatsächlich. Ist vom Pumps & Hoses DLC. Heißt, wenn ihr euch das DLC kaufen wollt, gerne über meinen Code YOGI. Oder unten in der Videobeschreibung findet ihr, glaube ich, den Ref-Link dazu. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Code YOGI verwenden würdet. Da könnt ihr euch das DLC kaufen. Kostet euch nicht mehr, supportet mich weiter voran in Richtung Silberstatus, by the way, bei Giants. Und ja, da ist dieser Separierer drin. Ebenso auch dieser mobile Separierer, wo wir in der letzten Folge gesehen haben. So, unsere Tankanzeige blinkt. Ich hoffe, das reicht noch, Freunds. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch pokert. Ja, die ganzen, dieser Status, ne? Wir sind aktuell Bronze, wurden dann Silber werden. Das sind dann klar Dinge, zum Beispiel, dass du vorher Informationen bekommst, vorher vielleicht anspielen, die DLCs und so weiter und so fort. Desto höher du da im Ranking nach oben kommst, desto relevanter bist du sozusagen. Deswegen, ihr habt schon massiv über meinen Code gekauft. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so extrem läuft da. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ihr seid allgemein echt der Wahnsinn. Was wir jetzt so in den letzten 1 bis 2 Jahren hier miteinander durchgemacht haben, das ist schon sehr, sehr cool.
Na, das sind dann halt auch so Möglichkeiten, wie jetzt auf der FarmCon eine Autogrammstunde zu machen oder auf der Gamescom das Bühnenprogramm mitzugestalten. Das sind dann klar solche Sachen, das ermöglicht ihr, ne, mir das Ganze. Es ist, nennen wir es Teamwork, ne? Es ist keine One-Man-Show, sonst würde ich hier alleine vor mir hinzocken. Deswegen, ich glaube, da reichen wir uns alle die Hand so ein bisschen, ne? So, ich habe irgendwie immer nur die Tankanzeige im Blickfeld. Ich dachte so, oh ja, das passt doch noch. Mit der bisschen Reserve wollen wir auch das Feld hier noch voll ins Gepresst kriegen. So, ich hoffe, die rollen nicht irgendwo ins Nirvana runter. Bis jetzt sieht es gut aus, ne? Wir hatten, glaube ich, nur zwei Ballen. Ansonsten müsste es auf der Wiese starker bei uns. Viel wird jetzt nicht mehr runterkommen, durch das, dass wir dann klar die größeren Ballen haben. Aber so kann ich den einfach reinstellen und die Viecher streuen sich sozusagen selber ein. Dann haben wir auf jeden Fall da auch schon mal wieder ein bisschen was gewonnen. Also ein Hof, im Berg hoch. Das ist ein bisschen schwierig, der Kollege hier. Ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden mit dem Gerät. Ich spekuliere ja wirklich noch auf einen zweiten, beziehungsweise in dem Fall einen dritten Schlepper. Den Ford kann man ja eigentlich nicht mehr als Schlepper betiteln. Der kümmert sich ja nur noch um die Fütterung. Aber so den einen oder anderen vielleicht doch nochmal eine Nummer größer, weil wir werden ja auch größer. Wäre vielleicht nicht verkehrt, aber ihr seht es ja selber. Der Kontostand lässt es halt nicht zu. Da müssten wir gerade mal im Lotto gewinnen, ne? Oder ein Spielzeug finden eines reichen Sohnes, Kindes, wo wir es zurückgeben und dann einen Finderlohn kriegen, Kappa. Nein, das machen wir nicht da. Das mag ich nicht. Also ich glaube, ihr kennt mich da mittlerweile. Deswegen verbaue ich das Zeug auch nicht auf meinen Karten, diese Sammlerstücke. Das baue ich nicht da. Entweder erarbeite ich mir das Zeug oder nicht da. Ich weiß nicht, sucht ihr das Zeug auf den Karten? Weil im schlimmsten Fall öffnest du dir es über das GE und dann siehst eh alle, wo liegen. Für mich ist es eher so ein bisschen ein Hauch von Cheating. So, der rollt auf jeden Fall auf die Wiesen unter. So, ich mach das mal kurz fertig. So, da sind wir jetzt eigentlich schon fertig mit unseren Ballen. Viel ist nicht mehr runtergekommen. Wir waren jetzt noch knapp 4000 Liter im Tank behalten. Ist aber jetzt nicht ganz so tragisch, denn wir werden es ja eh wieder nutzen. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal das Ganze ausschalten. So. Und dann können wir mal heim. Wir müssen dringend heim. Die Tankanzeige, die blinkt gefährlich. Es sind irgendwo so 5 Ballen geworden. Wie gesagt, in 180 cm. Ich glaube, wenn wir so regulär, dann hätten wir irgendwo vielleicht knapp 10 Ballen rausbekommen. Irgendwie so. Oh, das passt schon. Das reicht für uns. Da wäre es jetzt na klar interessant zu wissen, wie intelligent ist die Rechnungsmod. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das auch in Durchmesser angeben, weil wenn ich jetzt sage, ganz pauschal, das ist eine ganz pauschale Rechnung, wir haben jetzt 5 Strohballen gemacht, die muss ich ja per Anzahl abrechnen, also 5. Hätte ich jetzt 150 gemacht, sagen wir 10 Ballen, wäre es ja für mich teurer, wenn die nur die Anzahl betrachten. Obwohl ich wahrscheinlich genau gleich viel Aufwand hätte, ne? Das Material, die Wickel, Geschichte wäre wahrscheinlich ähnlich. Kleiner mehr, größer Umfang, vom Verhältnis her wahrscheinlich ähnlich. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall wieder eine interessante Geschichte. Wichtig ist, der Kollege braucht jetzt hier erstmal ein bisschen Sprit, sonst haben wir ein Problem. Dann wird es wieder teuer, müssen wir uns wieder einen Anhänger kaufen. Zumindest ausleihen.
Oder zumindest den Maschinenring wieder beauftragen. Und es, wisst ihr ja, Notfälle sind immer teuer. Notfälle, da lassen sich die Leute aber sowas von ordentlich bezahlen. Hatte ich mal bei mir in der Garage, wir haben so Hörmann-Garage, so ein Sektionaltor nennt sich das, glaube ich. Da ist mir die Feder gebrochen und konnte dann das Garagentor nicht mehr öffnen. Ja, und du musst ja zum Arbeiten. Also ist ein Notfall. Ja, ist kein Problem, wir schicken schon einen vorbei, aber dann kommt die dicke, fette Rechnung. Uiuiui. Naja, so ist es halt im Leben. So. Er wird auf jeden Fall vollgetankt. So, das hier wäre dieser Platz für den Separierer eventuell. Obwohl wir ja immer noch keinen Mist spawnen. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir das Ganze vielleicht gleich nach oben packen, dass wir die Gülle rausnehmen und oben alles sozusagen aufarbeiten. Ich bin mir noch nicht sicher, weil der packt das hier dann klar auf den Boden hin, ne? Und ob ich das jetzt wirklich nebst dem Wohnhaus direkt haben will, weiß ich nicht. Schöne wäre, wenn das hier funktionieren würde mit dem Separierer. Da könnten wir vielleicht hier so eine kleine Wand reinziehen. Ne, sowas wie da drüben. Und dass wir es dann hier runter tröppeln lassen. Ansonsten können wir ja mal noch ganz kurz nach oben gucken. Das wird auf jeden Fall dann wieder so eine kleine Baufolge werden. Wenn wir den hier oben hinpacken, könnte man ja überlegen, ob wir den hier reinpacken. Guck mal, wir hätten ja hier schon eine Vorbereitung. Gülle, Gärreste, da kommt ja noch nichts raus, ne, in Richtung separierte Gülle. Ne, da kommen nur Gärreste raus. Guck mal, da haben wir halt auch schon einen Haufen. Da könnte man überlegen, ob wir den hierher packen, den mobilen. Dann hätten wir alles an einem Ort. Würde ich jetzt nicht verkehrt finden. Okay, das heißt aber nun, wir müssen uns auch wieder ums Feld kümmern. Ich gehe trotzdem mal ganz kurz in diese Übersicht rein, auch wenn ihr zu mir immer sagt, lass es. Aber ihr seht, auf jeden Fall müssen wir da Gülle ausbringen, das werden wir machen. Und dann wäre halt die Frage, das wäre da drüben, ne? Mit der Horsch würde ich dann drüber gehen, dass wir hier sozusagen einen Stoppelsturz machen. Ist das richtig? Eigentlich ist es ein Grupper, oder? Also ich werde mit dem hier drüber gehen. Ihr seid direkt angehalten. Schreibt mir das mal rein. Wir müssen unbedingt mal ein Stream oder so vielleicht miteinander aufwenden. Da profitieren wir zumindest mal die Anfänger von uns, die aber gerne versuchen wollen, werden davon profitieren, dass wir uns da einfach so ein Handsheet aufbauen. So, der ist voll. Das ist gut. Dann bringen wir noch ganz kurz die Ballenpresse zurück. So. Und jetzt weiß ich, jetzt werde ich wieder böse Kommentare kriegen. Aber ich will mal was testen. Und zwar, Micha, es tut mir leid. Ich mache das nicht mit Absicht. Oh, eigentlich schon, aber. Wir verkaufen den. Wir verkaufen mal das Miler-Pack. Und gehen jetzt über in eine etwas ältere Technik. Und zwar den hier. Und nehmen das Ganze in der hier. Wir werden wieder zwei übereinander hochkant reinstellen. Ist mir am liebsten, komme ich am besten damit zurecht, anstatt den hier. Das ist das PPS oder so Pack, findet ihr im Mod-Hub, by the way. Wir machen natürlich das Ganze so ein bisschen wieder in Alt gleich. Anhängerkupplung Standard, Nummern, nein, Dekal. Das brauchen wir alles gar nicht. Kennzeichen. Kaufen. Der kostet nämlich nur 3000 Euro. Und dann kaufen wir uns dann später für nochmal so ein kleines Taschengeld. Vielleicht nochmal so ein. Mit doppeltem Aufbau. So einem hier. Und der kostet nämlich auch nur 3000. Haben wir schon mal 10.000 Euro Gewinn gemacht. Ja, wir müssen auch so ein bisschen Richtung wirtschaftlicher jetzt gehen. Ist einfach so. Und die Durz, ne? Die Durz, achso, by the way, Easy Development Tool findet ihr im Mod-Hub. Ihr geht hierher, sobald rechts unten das Infofeld erscheint, F12. Und dann könnt ihr hier unter dem Fahrzeugmenü einstellen, Track zu 100% hinzufügen. Und wir machen Abnutzung. Schaden wollen wir nicht, aber die Abnutzung, ne? Dann sieht das ein bisschen oldschool aus. So wollen wir das, so machen wir das.
Und dann können wir nämlich jetzt die Strohballen borgen noch. Dann haben wir nämlich lauter tolle neue Sachen hier. Ja, man muss es halt auch ein bisschen interessant halten, das Ganze. Wisst ihr ja, wie es läuft. Und ich mag das Pack ungemein. So, dann los geht's. Ich würde sagen, los geht's ins Wochenende, denn die Folge ist schon wieder rum. Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes, saumäßig kurzes Wochenende. Und dann sehen wir uns morgen mit einer neuen Folge hier beim Ballenbergen auf der Ellerbach V2. In dem Sinn, schönes Wochenende, liken, Abo nicht vergessen, kostet nichts, wisst ihr ja, die üblichen Späße. Macht's gut, pfiat euch.